In dieser Meditation werde ich dir das große Geheimnis der Wunscherfüllung verraten. Ich werde dir sagen, wie du alles, was du in deinem Leben begehrst, tatsächlich in dein Leben ziehen kannst. Und zwar durch das Gesetz der Anziehung. Das ist ein mächtiges Gesetz und nur ganz wenige Menschen verstehen es wirklich. Durch diese Meditation wirst du spüren, welche Macht deine Gedanken haben, wenn du nur das Gesetz der Anziehung für dich arbeiten lässt. Genau das ist der Trick. Du rennst dem, was du gern in deinem Leben hättest, nicht länger hinterher. Du lässt es einfach zu dir kommen. Du ziehst es an. Mag sein, dass dein Verstand noch Zweifel hat. Kann das tatsächlich funktionieren, sogar im Schlaf funktionieren? Aber dein Unterbewusstes, das hat schon lange begriffen, dass es klappt. Genau deshalb hast du diese Meditation geklickt. Denn du selbst hast in deinem Leben schon oft erlebt, wie das Gesetz der Anziehung funktioniert hat. Du selbst hast schon Dinge und Menschen in dein Leben gezogen, nach denen du dich gesehnt hast. Viele Menschen haben das schon in der Liebe erlebt, dass der Mensch, nachdem sie sich gesehnt haben, plötzlich in ihr Leben kam. Manchmal könnte man meinen, der andere habe ein heimliches Funksignal empfangen und sei ihm gefolgt. Auf dieselbe Weise kann alles in dein Leben kommen. Glück und Geld, Erfolg und Reichtum, materielle und immaterielle Güter, du kannst sie einfach anziehen. Und zwar durch deine Wünsche. Und wenn dir das gefällt, was du hier hörst, dann nutzt danach gern mein Videoseminar Das 3-Minuten-Geheimnis. Für kurze Zeit ist dieser Kurs kostenlos. Ich verrate dir darin, wie du mit nur 3 Minuten pro Tag dein Leben wirklich veränderst. Dieser Methode verdanke ich alles und du kannst dieses große Geheimnis kostenlos für deinen Erfolg nutzen. Ich komme am Ende darauf zurück. Ehe ich dir mehr über das Gesetz der Anziehung verrate, ehe du es anwenden kannst, ist es ganz wichtig, dass du jetzt innerlich zur Ruhe kommst. Such dir eine bequeme Position, setz dich hin, leg dich hin, mach es dir ganz gemütlich. Streck dich, räkele dich, lass alles los und entspann dich. Und spüre, wie die Unterlage dich trägt. Du musst nichts tun, die Welt trägt dich auf ihren Armen. Genieße dieses Gefühl, getragen zu werden von der Welt und vom Universum. Etwas Größeres trägt dich, etwas Größeres behütet dich, etwas Größeres ist dafür zuständig, deine Wünsche zu erfüllen. Nun konzentriere dich auf deinen Atem. Dein Atem erfüllt dir den Wunsch nach Sauerstoff.
und zwar ganz von allein. Du atmest ein, ohne etwas dafür tun zu müssen. Das füllt deinen Körper mit wunderbarer, frischer Luft und Energie. Und du atmest aus, ohne etwas dafür tun zu müssen. Und mit jedem Ausatmen wirst du beobachten, dass du leichter wirst und unbeschwerter wirst. Du atmest ein, ganz tief, und du atmest aus, ganz tief. Ein und aus. Stell dir vor, du atmest den Feinstaub des Alltags in einer großen Wolke aus. All die Gedanken, all die Banalitäten, all das, was dich von deinen Wünschen noch ablenken könnte. Du atmest es einfach mit einer großen Wolke aus. Atmest es einfach aus. Stell dir vor, wie diese Wolke des Alltagfeinstaubs Richtung Himmel wirbelt, zu Sternenstaub wird und sich dort zum Erfüllungssaatkorn deiner Wünsche im Universum entwickelt. Und nimm jetzt wahr, wie frei du durch dein Ausatmen wirst, wie unbeschwert und wie offen für deine tiefsten Wünsche. Und du spürst, während du so daliegst und dich immer mehr treiben lässt, du spürst genau, welche Macht deine Wünsche haben. Denn Wünsche sind Gedanken und Gedanken können alles, alles bewegen. Warum konnten Menschen zum Mond fliegen? Weil sie es sich vorher gewünscht haben. Jemand hat sich vorgestellt, wie es wäre, die Erdanziehung zu überwinden, durchs Weltall zu fliegen und schließlich seinen Fuß auf den Mond zu setzen. Die erste Rakete fliegt immer in deinen Gedanken los. Die erste Rakete besteht aus den Wünschen. So ist das auch bei dir. Ganz egal, was du dir vom Leben wünschst, zuerst musst du deine Wünsche aus Gedanken formen. Du musst sie in einer Rakete losfliegen lassen aus deinem Kopf. Ganz egal, ob du dir eine große Liebe wünschst oder ob du dir Reichtum wünschst oder ob du dir einen großen Erfolg im Beruf wünschst. Du musst es dir ganz genau vorstellen, wie du deinen Fuß auf deinen persönlichen Mond setzt. Und indem du es dir vorstellst, entfaltet dein Wunsch eine Wirkung. Er zieht genau das an, was du gerne hättest.
Gut möglich, dass dich diese Vorstellung tief innen beglückt. Welche Macht deine Wünsche und deine Gedanken haben. Und dein Atem, dieser ewige Fluss, strömt jetzt noch freier, noch gelassener, noch ruhiger. Und du spürst, wie sich dein Kopf immer mehr befreit und ganz ins Universum der Wünsche eintaucht. Denn du bist, was du wirklich willst. Du bestehst aus deinen Wünschen. Ein Wunsch, den du lange genug und intensiv genug denkst, ein solcher Wunsch zieht immer eine Wirklichkeit nach sich. Die Materie gehorcht den Wünschen und dein Körper gehorcht den Wünschen auch. Du glaubst gar nicht, wie sehr dein Körper den Wünschen gehorcht. Frag mal eine Frau mit Scheinschwangerschaft. Das ist ein unglaublicher Vorgang. Eine Frau glaubt ganz fest daran, schwanger zu sein, obwohl sie es nicht ist, und schon setzt ihr Körper den Gedanken um. Schon entwickelt er alle Symptome einer Schwangerschaft. Das ist so, als würdest du nur daran denken, dass du Gewichte stemmst und schon wächst dein Bizeps. Das ist so, als würdest du nur daran denken, dass du etwas isst und schon wird dein Körper satt. Das ist so, als würdest du nur daran denken, attraktiver zu werden und schon strahlst du mehr Anziehung aus. Und ich will dir jetzt etwas ganz Kostbares verraten. All das funktioniert tatsächlich. Denn deine Gedanken bestimmen deinen Körper. Zum Beispiel gibt es schwierige Operationen, die ohne Narkose durchgeführt werden. Jawohl, völlig ohne Narkotikum. Alles, was die Menschen vor Schmerzen schützt, ist eine Hypnose. Und die besteht ausschließlich aus Gedanken. Wenn der Wunsch, keinen Schmerz zu empfinden, wenn dieser Wunsch nur stark genug ist, dann empfindet der Mensch keinen Schmerz. Vielen Menschen wird, wenn sie das hören, erst richtig klar, über welche Macht sie verfügen. Alles, was sie sich wünschen, von ihrem Körper und von der Welt, all das kann wahr werden. Wenn der Wunsch nur groß genug, wenn der Wunsch nur stark genug ist. Denk jetzt einmal folgende Gedanken mit, um dich auf deine eigene Wunscherfüllung vorzubereiten und das Gesetz der Anziehung für dich zu nutzen. Ich kann nur bekommen, was ich mir vorher wünsche. Jeder Wunsch ist ein Wegweiser und gibt meinem Leben die Richtung vor. Alles, was ich fest genug wünsche, zieht eine Veränderung nach sich. Denn jeder Wunsch formt mich. Wenn ich mir eine große Liebe wünsche, und zwar lang genug, dann breitet sich die Liebe in mir aus. Wenn ich mir großen Reichtum wünsche, und zwar lang genug,
dann breitet sich der Reichtum in mir aus. Wenn ich mir einen Erfolg wünsche, und zwar lang genug, dann breitet sich der Erfolg in mir aus. Ich bin, was ich lange genug wünsche. Und ich ziehe an, was ich mir lange genug wünsche. Das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Wenn ich lächle auf der Straße, dann lächeln die anderen zurück. Wenn ich gesprächig bin, dann sprechen auch die anderen. Wenn ich gesellig bin, dann gesellen sich andere auch zu mir. Es kommt im Leben immer zurück, was ich aussende. Das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Jeder meiner Gedanken erzeugt ein Echo in der Welt. Dieses Echo ist die Wirklichkeit, in der ich lebe. Und weil ich meine Gedanken bestimmen kann, kann ich auch meine Wirklichkeit, kann ich auch meine Welt bestimmen. Wenn ich die Liebe in mir selbst entfache, dann ziehe ich die Liebe anderer an. Wenn ich den Reichtum in mir selbst entdecke, dann ziehe ich den Reichtum von außen an. Wenn ich den Erfolg in mir selbst erlebe, dann ziehe ich den Erfolg von außen an. Das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Die Welt ist ein Spiegel, in dem ich sehe, was ich selber bin. Wenn ich voll der Liebe bin, dann lacht mich die Liebe an. Wenn ich voll der Liebe bin, kommt die Liebe anderer auf mich zu? Wenn ich voll der Liebe bin, dann ziehe ich die große Liebe in mein Leben. Denn das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Ich muss das, was ich in der Welt suche, also zuerst in mir selber finden. Ich muss das, was ich mir vom Universum wünsche, also zunächst mir selbst erfüllen. Und dann fällt mir im Leben alles ganz leicht. Und dann werden meine Wünsche auf wunderbare Weise wahr. Und dann kann ich alles im Leben bekommen. Das wunderbare Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. So funktioniert das Gesetz der Anziehung. Du bestimmst selbst, was du bekommst im Leben. Vielleicht verspürst du eine positive Aufregung in dir, weil dir klar ist, welche große Chance darin liegt. Du bist dein eigener Wunscherfüller. Und nun denk einmal an deinen größten Wunsch, an eine Sehnsucht, die dich schon lange umtreibt. Formuliere jetzt einen Wunsch ans Universum. Was genau soll geschehen? Wovon hättest du gerne mehr?
vollende jetzt den folgenden Satz. Ich wünsche mir so sehr. Und nun stell dir ganz genau vor, wie es aussieht, wenn dieser Wunsch erfüllt ist. Was ist dann zu sehen, falls jemand diese Situation filmt? Was denkst du in diesem Moment? Welche Gefühle strömen durch deinen Körper? Welche anderen Menschen sind davon berührt? Was ist anders als sonst? Was ist schöner als sonst? Stell es dir vor, stell es dir ganz genau vor, wie es ist, wenn sich dein Wunsch erfüllt hat. Und je intensiver du dir deinen Wunsch vorstellst, desto mehr wirst du merken, dass das Gewünschte schon in dir selbst zu finden ist. Denn du kannst dir nur vorstellen, was in dir selber ist. Niemand kann sich den Geschmack von Milch vorstellen, ohne jemals Milch getrunken zu haben. Und niemand kann sich je Glück vorstellen, ohne Glück empfunden zu haben. Alles, was auf dieser Welt ist, alles ist auch in dir. In dir ist die Liebe, in dir ist die Güte, in dir ist das Glück. Und in dir ist der Erfolg. In dir ist die Weisheit. In dir ist der Wohlstand. In dir ist die Energie. Und in dir ist der Reichtum. Und in dir ist die Gelassenheit. Du bist ein Teil der Welt und deshalb ist alles, was in der Welt ist, auch in dir. Auch die Erfüllung eines jeden Wunsches ist schon in dir. Forsche jetzt ganz genau in dir nach. Wie viel von dem, was du dir gewünscht hast, schon da ist? Richte all deine Konzentration auf diesen Schatz. Schau ihn dir an und lass ihn funkeln. Tu das jetzt und tu das immer, immer wieder. Denn das Gesetz der Anziehung besagt, von dem, was du schon hast und würdigst, von dem wirst du immer, immer mehr bekommen. Genau das wirst du anziehen. Es wird auf dich zuströmen, ganz sicher.
Stell dir vor, du bist ein Meer, ein ganz großes Meer. Und alles, was du wirklich wünschst, wird dir von den Flüssen des Lebens zugetragen. Ein Meer hat schon ganz viel Wasser in sich. Und deshalb bekommt es noch mehr Wasser zugeführt. Und wenn du schon ganz viel Liebe in dir hast und entdeckst, dann führen dir die Flüsse des Lebens noch mehr Liebe zu. Und wenn du schon ganz viel Reichtum in dir hast und entdeckst, dann führen dir die Flüsse des Lebens noch mehr Reichtum zu. Du musst gar nichts dafür tun, es geschieht von ganz allein. Gut möglich, dass du jetzt spürst, wie sich eine wunderbare Gewissheit in dir ausbreitet. Die Gewissheit, dass dein größter Wunsch sich erfüllen wird. Das Gesetz der Anziehung arbeitet für dich. Stell dir vor, wie dein größter Wunsch, wie seine Erfüllung auf dich zufließt, ganz von allein. So wie das Meer noch mehr Wasser zugeführt bekommt, weil es schon Wasser in sich hat, so bekommst du mehr Erfüllung deines Wunsches zugeführt, weil du schon einen Teil dieser Erfüllung in dir hast. Genieße dieses Gefühl, ein tiefes Meer deiner Wünsche zu sein. Gebe ich dir noch einmal die so wichtigen Gedanken, die so wichtigen Affirmationen zum Gesetz der Anziehung mit. Falls du gleich schlafen willst, nimm sie mit in deinen Schlaf und in deine Träume, und dort werden sie eine unglaublich starke Wirkung entfalten. Falls du deinen Tag fortsetzen willst, lass sie in deinem Unterbewusstsein leise nachklingen. In beiden Fällen werden sie dein Bewusstsein steuern und dir deine Wünsche erfüllen. Ich kann nur bekommen, was ich mir vorher wünsche. Jeder Wunsch ist ein Wegweiser und gibt meinem Leben die Richtung vor. Alles, was ich fest genug wünsche, zieht eine Veränderung nach sich. Denn jeder Wunsch formt mich. Wenn ich mir eine große Liebe wünsche, und zwar lang genug, dann breitet sich die Liebe in mir aus. Wenn ich mir großen Reichtum wünsche, und zwar lang genug, dann breitet sich der Reichtum in mir aus. Wenn
Wenn ich mir einen Erfolg wünsche, und zwar lang genug, dann breitet sich der Erfolg in mir aus. Ich bin, was ich lange genug wünsche. Und ich ziehe an, was ich mir lange genug wünsche. Das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Wenn ich lächle auf der Straße, dann lächeln die anderen zurück. Wenn ich gesprächig bin, dann sprechen auch die anderen. Wenn ich gesellig bin, dann gesellen sich andere auch zu mir. Es kommt im Leben immer zurück, was ich aussende. Das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Jeder meiner Gedanken erzeugt ein Echo in der Welt. Dieses Echo ist die Wirklichkeit, in der ich lebe. Und weil ich meine Gedanken bestimmen kann, kann ich auch meine Wirklichkeit, kann ich auch meine Welt bestimmen. Wenn ich die Liebe in mir selbst entfache, dann ziehe ich die Liebe anderer an. Wenn ich den Reichtum in mir selbst entdecke, dann ziehe ich den Reichtum von außen an. Wenn ich den Erfolg in mir selbst erlebe, dann ziehe ich den Erfolg von außen an. Das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Die Welt ist ein Spiegel, in dem ich sehe, was ich selber bin. Wenn ich voll der Liebe bin, dann lacht mich die Liebe an. Wenn ich voll der Liebe bin, kommt die Liebe anderer auf mich zu. Wenn ich voll der Liebe bin, dann ziehe ich die große Liebe in mein Leben. Denn das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Ich muss das, was ich in der Welt suche, also zuerst in mir selber finden. Ich muss das, was ich mir vom Universum wünsche, also zunächst mir selbst erfüllen. Und dann fällt mir im Leben alles ganz leicht. Und dann werden meine Wünsche auf wunderbare Weise wahr. Und dann kann ich alles im Leben bekommen. Das wunderbare Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Und jetzt möchte ich mich bei dir bedanken, dass du meiner Meditation bis zum Ende gefolgt bist, und zwar mit meinem Videokurs Das 3-Minuten-Geheimnis. Für kurze Zeit bekommst du dieses kostbare Seminar von mir geschenkt. Ich zeige dir, wie du mit nur 3 Minuten pro Tag dein Leben wirklich veränderst. Du wirst staunen, das verspreche ich dir. Nimm mein Geschenk gerne an und klick jetzt den Link.